So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Chicken Wings. Ich habe das Spiel hier schon einmal aufgebaut. Man hängt einfach dieses Poster an die Wand. Da ist auch so ein Haken bei, mit dem, oder an die Tür, mit dem man es in die Tür hängen kann. Man kann es auch an Nagel an die Wand hängen oder so. Hier sind noch so Stabilisierungsdinger bei. Und dann hängt das so relativ plan darunter. Und das Spiel ist vom Grundprinzip her super einfach erklärt. Es gibt diesen Kochlöffel, es gibt diese Gummihühner. Wenn ich dran bin, man liegt so, wir haben jetzt so ungefähr 2-2,5 Meter Entfernung, so die Linie festgelegt, von der aus man dann quasi diese Hühner darauf katapultiert. Man legt das Huhn da so drauf und dann versucht man das irgendwo gut hinzukatapultieren. Die kleben da halt so ein bisschen dran, jetzt fällt es runter, das ist hier gelandet. Das heißt, dann würde ich halt gucken, kriege ich dafür Punkte, Minuspunkte, Pluspunkte, irgendwelche Belohnungen, irgendwelche Strafen. Und insgesamt kann ich 3 Hühner da drauf werfen, dann ist der nächste Spieler dran, nächster Spieler. Das machen wir 7 Runden lang. Am Ende guckt man, wer hat wie viele Punkte gemacht. Und dafür gibt es eben diese ganzen Plättchen quasi, die dann auch das Motiv anzeigen. Also hier haben wir irgendwie die Kuh, hier haben wir das Schwein, hier haben wir so eine Maus oder sowas, diesen Traktor. Und wenn ich den, also wenn ich sowas treffe, wo es halt so ein Plättchen zu gibt, dann kann ich mir das Plättchen nehmen oder halt hier diesen runden Marker. Auf der Rückseite steht halt, okay, wenn ich diesen Traktor getroffen habe, dann würde ich jetzt am Spielende dafür -2 Punkte bekommen. Das wäre gar nicht so gut, aber ich kann Kombos sammeln mit noch mehr Plättchen, die auch unten so einen Stern in dieser Farbe haben. Und die Zahl im Stern gibt mir einfach an, dass es da insgesamt 2 gibt, also das und noch einen. Und dann würde ich dafür +5 Punkte bekommen. Hier wäre es halt die Kiste mit dem anderen Stern drauf. Das heißt, wenn ich die am Spielende habe, würde ich hier für -2 bekommen, hier für 7, also +5 insgesamt die beiden verrechnet. Und weil ich dann diese Kombo habe, bekomme ich dafür nochmal 5 Punkte extra, also sogar 10 Punkte. Das wäre ziemlich gut. Ich kann dazu jetzt noch diese Kiste mit 2 anderen Sachen kombinieren. Dafür bekomme ich dann nochmal +5 Punkte. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend. Steht aber im Zweifel auch auf dem Spielplan selbst nochmal drauf. Da kann man nochmal schnell nachgucken zwischendurch. Da muss man nicht immer die Anleitung gucken, sondern guckt einfach da schnell, was brauche ich noch, um irgendwie Kombos zu haben. Und dann kann man sich versuchen, das zu holen. Das Treffen ist nicht immer ganz so leicht, aber dann hat man zumindest so grob eine Richtung, wo man hinschießen muss. So, es gibt außerdem auch noch so runde Marker. Die runden Marker haben oftmals irgendwelche Strafaktionen. Wenn ich hier zum Beispiel irgendwie diesen Gocke hier treffe, dann muss ich das nächste Mal, was soll das mit dem hier, rückwärts machen. Der weist mich ein, das heißt, ich muss mit dem Rücken zum Spielplan stehen. Oder was hatte ich noch? Ich hatte irgendeinen, wo ich dann blind werfen musste. Das ist doof. Und hier, wenn man den Bauern trifft, das ist ganz schön doof, weil der Bauer sagt, am Spielende hat man verloren, wenn man den Bauern hat. Da muss man dann hier die Munition treffen. Das ist gar nicht so leicht. Wir hatten das eben im letzten Spiel, der Stefan in Runde 2 den Bauern unglücklicherweise getroffen hat. Dann 5 Runden dann beschäftigt war, die Munition zu treffen. Er hat es natürlich nicht gemacht, weil die viel zu klein ist. Und wir sind schon relativ großzügig bei der Trefferzone. Und naja, in der letzten Runde habe ich dann den Bauern getroffen und damit, ja, Stefan sich gefreut, weil es war zu dem Zeitpunkt auch vollkommen egal, wie viele Punkte er hatte, er hat dann gewonnen. Das ist ein Nachteil im Zwei-Personen-Spiel, mit mehr Spielern geht das eigentlich. Und wir haben jetzt ein paar Runden gespielt. Man muss sagen, dass mit diesen Plättchen und Markern ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich und unintuitiv. Da müsst ihr einfach die Regel immer daneben liegen haben, um da mal reinzugucken. Wenn man da ein paar Partien gespielt hat, dann sieht man das. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal so eine Beispielrunde, wo wir euch eigentlich nur den Spielplan zeigen, sodass ihr dann immer seht, wo die Hühner landen und was da so für Konsequenzen daraus folgen. Und ja, gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Es gibt dann noch auf dem Spielplan so eine Rückseite, also man kann ja auch einfach drehen den Spielplan und dann hat man hier halt so eine klassische Zielscheibe, da kann man auch machen, dass man 7 Durchgänge spielt, wo jeder 3-mal drauf schießt und dann kriegt man immer die Punkte aufgeschrieben, je nachdem wo das Huhn, also der Kopf vom Huhn hängt, bekommt man dann die Punkte und wer in die Mitte trifft, bekommt dafür 10 Punkte und dann kann man halt 3, 4, 5, 6, maximal 7, also noch mehr Runden spielen, aber vorgesehen sind 7 Runden spielen und wer danach die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Bisher, nach meiner bisherigen Erfahrung, finde ich die Variante, also die ist auf jeden Fall eingängiger, da hat man nicht so komische Strafmarker, man muss nicht so viel Kram gucken, da gucken wir uns vielleicht auch gleich mal ein paar Durchgänge an, aber erstmal zeigen wir euch jetzt, wie das mit der Seite hier funktioniert und da ich gerade eben angefangen habe, darf jetzt Stefan mal anfangen und dann gucken wir einfach mal, was da so passiert. Oh, das ist der Apfel. Der Apfel. Da gibt es einen Marker für. Ja. Der und macht? Der bringt 3 Punkte an. 3 Punkte, oh, das ist doch nett, dafür, dass der so böse aussieht. So. Ja. Ihr könnt es auch mal auf die Hühner achten, die halten natürlich begrenzt dran. 2. Ah, oh, das ist das UFO. UFO. Und das UFO. Ah, ist hier. 1 Punkt. Ja, das sind solide Punkte. Nicht den Bauern, das ist erst Runde schon heruntergefallen. Klack. Das war auf jeden Fall der Sack. Der Sack? Am Anfang war der Sack da. Das ist die Sackkarte und die bringt, oh, 2 Punkte. Okay, nicht schlecht. Okay, dann zeige ich jetzt mal, wie man das richtig macht und richtig schön den Bauern vermöbelt. Ich glaube irgendwie auch die Hintergrundstory ist, dass wir uns auf diesem Hof irgendwie verstecken wollen oder so. Oh. Rückwärts. Den treffe ich ständig. Jetzt muss ich nämlich mit dem Rücken zur Matte da.
Fast. War schon gar nicht so schlecht. Und das die waren die Kiwis. Die bringen sogar Punkte. Und zwar 7. Oh, schönes Ding. So, da braucht ihr übrigens auch den Boden nicht putzen, weil das machen die Hühner für euch. Die kann man danach auch einfach wieder abwaschen. Jetzt brauche ich das Orangene, um ein Combo zu haben. Ja, bei der Sackkarre ist die Combo der Misthaufen und die Kiste. Genau, die das Kiste. Ist der Haufen und die Kisten da. Da bist du aber auch in der Nähe vom Fuchs und in der Nähe vom Bauern. Das ist ja, echt, aber die Kisten, die schaffe ich. Ja, okay. Oh, das zählt nicht. Es muss zumindest in Richtung Matte fliegen. Oh. Das ist das Schwein. Das Schwein war gut. Schwein gibt Punkte. Das Schwein gibt 5 Punkte und da kann ich jetzt neue Kombo starten. Kannst du mal nachschauen, was mit der Kombo da ist? Ah, das andere Schwein, das daneben ist. Beim Schwein brauchst du aber nur das andere Schwein, ja. Das ist, war eigentlich, der Schwanz war ein Misthaufen. Das ist halt die Frage, wie man das zählt, aber ich bin dafür, dass wir das großzügig machen. Dann machen wir einen Misthaufen, oder? Mhm. Der Misthaufen ist das hier. Also normalerweise zählt aber das, wo die meiste Fläche vom Huhn ist. Wenn das nicht eindeutig ist, dann nimmt man den Kopf. Und wir sind da ein bisschen großzügig. Ja, dann das andere. Oh. Oh, jetzt musst du den nächsten rückwärts machen. Rückwärts. Dafür okay. Nimmst du dir den Erinnerungsmarker. Und das ist dann dieser Marker hier. Ich hoffe, man sieht den. Der sieht halt im Prinzip genauso aus wie das Ding hier. Den nimmt man sich einfach als Erinnerung. Der ist am Spielende auch keine Minuspunkte wert. Und jetzt sind wir quasi in der dritten Runde. Sind wir? Ja, in der zweiten. In der zweiten Runde. Jetzt habe ich da das Eiding. Das ist die Küken. Kiki, das Küken. Bringt minus 2 Punkte damit. Oh. Kiki möchte gefüttert werden und weckt deine Mutterinstinkte. Ja, bringt minus 2 Punkte, ist nicht so geil. Oh, das ist die Kiste. Das ist Fass da. Holzkisten. Ja. Hier liegt der Schlüssel für den Traktor. Vielleicht schaffst du es ja dorthin. Das wäre eine gelungene Kombo. 7 Punkte. Geil. Und wenn ich jetzt es doof ist, natürlich Stefan will die auch die Kiste. Und wenn er jetzt die Kiste trifft, nimmt er sie mir wieder so knapp dran vorbei. Runde 3. Man wartet natürlich beim Spielen erst auch immer darauf, dass man wieder dran ist. Das heißt, so 2 Spieler schon ganz gut. Das ist die Kuh darunter. Ja. Das macht die? Ach ja. Okay. Aber als Familienspiel auf jeden Fall auch ganz nett. Man kann natürlich auch die Kleinen näher rangehen lassen, die Großen ein bisschen weiter weg. Wie sammelst du ja eigentlich die ganze Zeit? Du musst es übrigens rückwärts, ne? Jetzt machst ach, du den das nächsten Teil dafür rückwärts. Ja, okay. Ja, du hast immer getroffen. Nein, okay. Und noch einen. Das ist eklig. So, und. Ah, Superhuhn. Das ist ein Superhuhn. Was hat das nochmal gemacht? Das Superhuhn das bringt. Geil, wieder drängen. Das Superhuhn kann alles. Du darfst ein negatives Plättchen wieder in den Vorrat zurücklegen. Oh. Bringt es einen Punkt am Ende? Ja, einen Punkt, aber ich lege es. Das Schwein. Ich habe nirgends so negativ, oder? Dann behalte ich es. Den Misthaufen. Moment, das nimmst du mir alle meine Sachen weg. Ja. Wenn ich aufpasse. So, was brauche ich noch den Traktor, ne? Ah, oh, ganz knapp. Hm. Flop. Runde 4. Steckt sogar da drin. So, was müssen wir wieder zurückholen? Den Misthaufen, ne? Am besten gar nichts. Das war eindeutig das Misthaufen. Das war der Misthaufen. Aber eigentlich ist das mein Misthaufen, weil steckt bestimmt. Du kannst ihn gleich wieder zurückholen. Mach ich auch. So, dann. Plopp. Oh, okay, den wollte ich ganz sicher haben. Allein dieses Geräusch, wenn wir hier draufkloppen, ist echt herrlich. Ach ja, Mann. Was ist denn da? Der Traktor, oder? Das ist der. Mit der Feder berührst du ihn so ein bisschen, ja. Aber der Traktor bringt auch Minuspunkte, den kannst du gerne haben. Oh ja, der bringt 2 Minuspunkte. Ja, das ist gut, wenn du ihn hast, dann kann ich ihn dir wegnehmen, die bringt dann Pluspunkte. Außer du klaust mir dann irgendwas anderes. So, wir sind Runde 4. Oh, der sollte eigentlich ganz woanders hin. Das Traktor, ist dein Traktor. Aber dir bringt ja eine Kombo, oder? Richtig. Gesundheit. Das ist der Storch, der die Vögel bringt. Der bringt 4 Punkte und der hat da eine Fähigkeit, weil so ein Pfeil drauf ist. Lass nächste Runde den Küken mehr werfen, so sieht's aus. Boah, voll gut. Nachwuchs, du darfst sofort einen Huhn nochmal auf den Plan katapultieren. Sofort! Ich würde sagen, der berührt den. Und zwar unten mit den Füßen. Ja, leider, ja. Okay, jetzt habe ich den Bauern.
Das ist nicht so gut, weil damit habe ich das Spiel verloren, wenn ich die am Ende noch habe. Das bringt mich ein bisschen in Bedrohung. Jetzt sind wir in Runde 5. Jetzt muss ich nur noch das Ende retten. Nee, ich werde auf jeden Fall die Munition gleich treffen. Oder ich hole mir den Supervogel. Da kann nur ein negatives Plättchen. Ja, das ist negativ. Also ich glaube, wo Minuspunkte da aufstehen. Sicher? Weiß ich nicht. Negatives sind ja, warte, ich guck mal. Ach Gott, wie oft werfe ich denn auch drauf? Ich wollte doch das Schwein da haben. Oh! Das ist das der, den habe ich schon. Ja, das wollte ich haben. Was ist Schwein? Das ist von dieses Schwein. Das ist negatives Plättchen, schon nichts von negativen Punkten. Ich bin dafür, damit das ein bisschen eine Option hat. Aber ich werde jetzt Munition mal treffen. Bringt die Munition noch was und was mit dem Bauern wieder los wird? Wo steht denn bei Munition? Einfach nur Bauer weg? Oder? Da steht wieder Plättchen und Aktion negative Punkte am Spielende bringen. Plättchen Sonderpunkt auslösen. Oh, was? Die Richtung hat schon mal gestimmt. Das muss dieses Huhn auf dem Löffel. Oh, zu dieses gammelige Huhn da nicht draufbleiben. Na, doch, kannst du mir schon vorstellen, dass du recht hast, ja? Es kann einfach alles. Mhm. Oh, das war nix. So, Runde 6. Weil das nur darauf, dass wir ein bisschen. Ich versuche es nochmal mit dem. Vorletzte Runde? Schwein, was sich da putzt. Ah, nee. War das nicht der. Das war. Da? Gibt's die? Die Dinger hier, die. Die hier. Na, hier hat der. Ah, ja, okay. Ui, der bringt mir 8 Punkte. 8 Punkte, Alter, den brauche ich. Jetzt muss ich den Bauern loswerden. Ah. Ja, das ist zu kurz geflogen. Na kurz. Oh, Sackkarte, die habe ich schon. Hast du schon, sehr gut. Will den Eingangsraten erzählen wir nicht? Okay. Achso, jetzt. Nee, mach ruhig. Das erhöht ja jeder erstmal. Das ist der Hund, oder? Das ist die Frage. Ich glaube, die größte Fläche war hier auf den Mäusen. Ja, die Mäuse sind doch gut. Ja. Die bringen 10 Punkte. Okay. Also das ist halt auch wieder so ein Spiel, wo man sich hart streiten kann. Wo war das jetzt? War das genau da? War es hier? Deswegen einfach, also wenn ihr das mit mir spielt, gibt es immer die Regel zum Positiven. Weil dann der Bauer vorher noch nicht getroffen geworden wäre. Guck mal, oh, fast. Das sind die Kisten. Krieg ich von dir, genau. Und wenn man den Bauern nochmal trifft, kann man bestimmt noch wieder abgeben. Ne? Das ist das super. Das kannst du abgeben. Damit werde ich den Bauern wieder los. Mhm. Und jetzt kann ich mich dran machen, Punkte zu machen, weil ich da unten dann führst du Haus hoch. Na. Habe ich den Traktor noch? Ja, ne? Ja. Was hat dir 10 Punkte gebracht? Die Mäuse, ne? Ja. Oh. Okay, man wird in der Zeit ein bisschen besser Gefühl bekommt man dafür. Ich weiß nicht, ob das so Absicht ist, aber man hat zumindest ein bisschen Orientierung. Ich glaube, dadurch, dass die Hühner so wabbelig sind und so komisch fliegen, kann man das nicht so hundertprozentig steuern. Letzte Runde. Last round, ja. Also gehe ich die Kisten nochmal. Nee. Nicht mehr der Misthaufen, ne? Das ist der Misthaufen. Aha, ist wieder der Mist. Ja, ich möchte nicht daneben, weil da ist der Bauer. Deswegen. Der ist schon noch ein Stück weit weg. Und ich finde, den kannst du jetzt ruhig mal treffen. Oh, was ist das denn? Das ist nix. So, dann jetzt letzte Aktion, oder die letzten 3 Hühner des Spiels, die hier fliegen. Ich finde das Spiel absolut super. Ich werde jetzt bestimmt irgendwie den Bauern treffen. Was habe ich? Die Mäuse habe ich ja schon abgenommen, ne? Ja, die Mäuse sind schon weg. Den Apfel kriegen wir auch von ihr. Weg. Das wird jetzt eine spannende Schusswertung. Ich darf es nur nicht versemmeln. Das ist nix. Und den kriege ich auch noch von dir. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier fertig. Wir können mal gar nichts übrig gelassen. Bevor die gleich wieder im Dreck landen. Und jetzt gucken wir uns mal hier die Schlusswertung an. Das sind Stephansplättchen. Also das hier sind übrigens die Eier, mit denen man normalerweise auf dem Fußboden die Markierungslinie legen kann. Und man dreht immer pro Runde eins davon um. Und das sind jetzt, das ist keine Kombo, ne? Nee, 1, 3, 4, 9. Das ist 9 Punkte, das ist schon mal nicht schlecht. Mal gucken, was ich da so habe. Und gucken, man kann ja schon so ein bisschen zusammenlegen. Ach, das ist für mich als Rot-Grün bin wieder richtig schwierig. Ich glaube, ich habe kein einziges Kombo, außer. Na, da müssen wir gucken. Also, da müsste man 3 blaue haben. Aha. Das ist nicht das gleiche Blau. Es gibt auch unterschiedliche Blautöne. Das hast du geschafft. Die sind beide das gleiche Rot. Aha, okay. Die beiden hast du. Sehr gut, das ist eine Kombo. Hier ist nirgendwo was drauf. Nee, dann da bräuchtest du 3 Orangen, hast nur 2. Mhm. Und von Lila bräuchtest du auch 3, sind nur 2. Mhm. Und nee, die anderen sind nicht da. Okay, also kriege ich jetzt nur hier für die Kombos. Da kann man eben auch immer eigentlich ganz gut einen Stern, wenn man nicht gerade absolut rot-grün-blind ist. Und ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen gewonnen. Ich kriege nämlich jetzt hier insgesamt halt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hier minus 2, 7 sind 5 Punkte. Und für die Kombo kriege ich nochmal 5, sind 10. Das sind 20.
Das hier sind einfach nur 7, minus 2 sind 25 und irgendwie das hier nochmal sind 31 Punkte, das hier sind 39 Punkte, das sind 43 Punkte, wenn ich mich jetzt nicht grob verrechnet habe. Das ist ja ganz knapp, das und Ding. Da habe ich 43 zu 9 gewonnen. Das war jetzt natürlich mein großer Skill, den ich habe. Nein, das war natürlich auch ein bisschen Glück und zum richtigen Zeitpunkt das richtige Treffen. Und ja, was natürlich oft an dem Spiel kritisiert wurde, was ich in der ersten Rezension gelesen habe, ist eben genau das hier. Mit diesem, wofür steht welcher Marker, wofür brauche ich eine Combo? Manche Sachen bringen irgendwie Minuspunkte, aber dann später doch Pluspunkte. Ja, es ist einfach auch so ein bisschen dem Ganzen geschuldet, wie das ist. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der Hund? Hast du den Hund? Da ist der Hund. Nee, der andere, das ist der Wolf. Hier, der Hund, weil der Hund, der bringt zum Beispiel auch einfach, der bringt gar keine Minuspunkte. Man darf einen weniger werfen beim nächsten Mal. Also das ist natürlich, ihr habt das ja sicher schon gesehen. Der Spielplan ist natürlich auch so aufgebaut, dass die interessanten Sachen nahe beieinander sind. Hier, die bringen 10 Punkte, aber wenn man es dann schafft, den Hund zu treffen, dann ist das wieder ein bisschen doof, weil der bringt dann keine Pluspunkte und sorgt dafür, dass man weniger Hühner werfen kann. Oder auch hier der Maulwurf, der bringt halt auch richtig Punkte, auch in der Combo richtig viele Punkte, aber der ist halt direkt neben den Bauern, das heißt, den zu treffen ist auch nicht so super geil. Hier oben sieht man übrigens den schlafenden Bauern, wenn man den trifft, hat man nicht verloren, sondern muss das nächste Huhn mit geschlossenen Augen werfen. Und ja, was gab es noch, dass man manchmal ein mehr, ein weniger machen kann. Aber wie gesagt, so alles in allem würde ich sagen, also ich persönlich hatte beim Spielen sehr viel Spaß. Das ist echt unterhaltsam. Es gab auch schon halt vereinzelt negative Kritiken dazu. Ich muss sagen, bei mir ist es bisher durchaus positiv angekommen. Natürlich, wenn man das mit Kindern spielt, dann ist diese Punktewertung am Ende, also die ist wirklich zu kritisieren. Die hätte man einfacher machen können, da hätte man die Symbolik einfacher machen können. Da, ich habe die Anleitung nicht selbst gelesen, wurde es erklärt, aber da gibt es auch nicht so die krassen, super guten Beispiele. Wir haben es auch mit der Anleitung nicht verstanden. Wir haben dann wirklich hier darauf geguckt und dann gesehen, ah, hier brauchen wir 3, 3, 3, 3, hier brauchen wir über 2, weil ich nicht verstanden habe, wofür stehen diese Zweier und Dreier, ich stand jetzt, glaube ich, gerade vor, in den Sternen, aber das haben wir ganz gut verstanden, dann, nachdem wir darauf geguckt haben und ja, man braucht dann, wie gesagt, nicht immer die Anleitung gucken, kann einfach da unten gucken, was man für Kombos braucht und man guckt auf die Plättchen selbst, weil da eben immer die passenden Sterne sind, das ist halt super verwirrend, aber wenn man das einmal verstanden hat, geht das auch. Die Hühner da drauf steuern, ist halt schon mal witzig, sich eben dann auch gegenseitig Konkurrenz machen. Und Teile wegnehmen ist witzig. Und ja, das haben sie, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Was? Sind das auf dem Kochlöffel? Doch, habe ich ganz am Anfang gezeigt. Und dann ist noch oben noch das dabei. Das sollte man auch noch sagen. Was ist dabei? Ja, dieser. Habe ich auch schon gesagt. Habe ich das in dem Take auch gesagt? Ich glaube ja. Okay. Na, hier nochmal das Huhn und dann plopp. Geil, sogar das Schwein getroffen. Super, ja, jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken. Das spielen wir nicht komplett, das spielen wir nur mal in 2 Runden oder 3 und zeigen euch nochmal, wie das hier mitläuft. Diesmal fange ich an und wir spielen jetzt eine kurze Turbo-Runde mit 3. Das hängt ein bisschen schief. Oh. 10 Punkte. Guter Start. 20 so. Punkte. Kopf zählt immer bei dem. Mhm. Habe ich nämlich gestern die ganze Zeit geübt. Ja. Stehe. 30 Punkte. Oh. Ja, aber das bist du wahrscheinlich auch schon. Vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Es hilft für meinen langen Arm auch nichts. Es sind 6. Okay, es liegt wirklich an meinen Fähigkeiten. Ich sage jetzt nicht, dass das Huhn hinter ihm gelandet ist. Das will nicht so, wie ich es will. Ach, Herr Jemine. Ja, ich weiß nicht, kommt bestimmt bei den 2, das heißt 8 Punkte. Ja, ist ja noch alles drin. Oh ja. Ja. Ja, komm, geht doch. Man muss sich nur mal warm schießen. Das sind dann 18 zu 30, ne? Mhm. Das ist fair, das kannst du reinholen. Also 6, 8 sind 30, 66, 44, ne? Ja. Jawohl, 54. Ich weiß schon, bei 18. Ich weiß schon, wo ich nur 3 Runden spielen wollte. Okay. Ja, ja, okay. Also es kann sein, dass man manchmal einfach so einen Faden abgerissen hat, das nicht mehr hinkriegt. Ich hoffe, das passiert mir gleich nicht. Ja, das kommt waren zwei, waren schon oder? Zwei, ja, bestimmt ja. Zwei, wie auf 20. Okay. Jetzt spielen wir die wahrscheinlich überflüssigste letzte Runde der Welt. Aber wir gucken mal. Ach, so machst du das. Wir sind die ganze Zeit. Ja, ja, okay. 8 nur sind 62. Ah, der größte Teil des Kopfes ist in der 6. Sind 68 Punkte zu 18, das... Ne, ich habe 20 gehabt. 20, sehr gut. Das aber ein hängt noch von dir. Achso, ja, sorry.
Oh. Aber die Richtung hat zumindest jetzt mehr als stimmt als eben. Näher dran. Ja, 6. Nochmal 6. Das waren 3. Ja, gut, das war jetzt halt die Kurzrunde auf das Bullseye. 42. Also ich persönlich muss wirklich sagen, die Variante ist witziger, die ist eingänglicher. Wenn ihr die andere Variante nicht versteht, spielt ihr einfach die. Aber mit diesen Kochlöffeln auf diese Zielscheibe hier zu schießen, also mit diesen Hühnern, die da drauf werfen, dann dieses Plop und das ist, also ich finde das richtig gut, macht richtig Spaß. Ich glaube, das Ding wird jetzt auch länger hängen. Ich freue mich schon darauf, wenn dann bei irgendwelchen Regelerklärungen da Hühner daran fliegen. Ich glaube, dann kommt das auch ganz schnell wieder weg. Aber das ist halt ein super geiles Ding. Ich glaube, wenn man im Spielladen betreibt und hängt das einfach irgendwo hin, legt den Kochlöffel und die Hühner daneben und lässt die Leute das einfach mal machen. Das verkauft sich wie von alleine. Wie gesagt, das mit diesen Markern und Plättchen, das ist ein bisschen holprig. Man muss sich da ein bisschen reinarbeiten. Das ist aber bei, ich kenne ein paar Spiele, die eigentlich eher so lockere Partyspiele sein sollen, die dann in der Wertung scheitern. Das ist hier leider auch ein bisschen, ja ich weiß, man hätte das ein bisschen anders lösen können, die Symbolik ein bisschen anders machen können, die Plättchen auf der Rückseite eindeutiger beschriften, vielleicht mehr Beispiele geben, keine Ahnung. Also das ist halt wirklich ein Haken. Das hat aber auch Gift Trap. Bei Gift Trap verstehen auch viele Leute am Anfang nicht, wer jetzt wofür wie Punkte bekommt, beschenkt und geschenkt und auf welcher Leiste gehe ich vor und so. Aber es ist halt trotzdem ein super Spiel. Und das hier ist vom Grundprinzip her super einfach, echt spaßig. Und ja, daher kann ich es trotzdem nur empfehlen. Wie gesagt, zur Not eben auch mit der Seite, die eben auch echt gut ist und echt witzig. Also wer keine Dartscheibe zu Hause hat und auch gerne was mit Kindern spielen möchte oder da mit Kindern üben möchte, schon mal mit diesen labbrigen Hühnern, der kann sich Chicken Wings auf jeden Fall holen. Wie gesagt, von mir bekommt es 2 Daumen nach oben. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das so in meiner Familienspielliste eben mit so einer Einschränkung landen würde. Und ja, das war's von mir, von uns. Wir sagen bis bald und tschüss.